Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Super Smash Bros. Wir haben jetzt schon so ein paar Tickets für Spezialaufträge bekommen und genau deswegen möchte ich hier noch ein paar weitere machen. So, einmal setze Gold ein, um einen Kampf teilzunehmen, bei dem du tolle Preise gewinnen kannst, oder gewinne alle Kämpfe und heimst die Belohnung ein. Versuche nicht zu verlieren. You don't say. Okay, wir haben erstmal Meisteraufträge. Also, ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, logischerweise, aber wir nehmen erstmal Schalk, hat man lange nicht mehr. Kann man ja eigentlich noch verändern. Sieht ganz... Oh, Rosa! Ja, wie geil! Oh, das Outfit, das hatte ich auch. Das ist das Swim-Outfit, das gibt es im Spiel sogar. Aber ich glaube, wir bleiben einfach beim Standard. Bevor wir uns hier als Schwuggelette rausstellen. So, genau. Tickets. Setze Gold im Haus rum, mit Belohnung anzunehmen. Also, entweder sehr schwer gegen Palutena, besiege ein Heer von 14 Gegnern. What the fuck? Alle Statusreflexion. Okay, Zeit eine Minute, die drei besiegen. Oder, alle haben ein Raketenboard. Auch gut. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal schwer. Da kommen wir eigentlich. Wir haben eigentlich genügend Gold, komm. Oh yeah! Ja, das ist ja mal geil. Okay, sehr schwer. 14 Gegner. Fuck yeah. What the fuck? Ach du Sche. Ah, natürlich! Why not? Schade! Schade! Ticket war. Okay, und es kommen immer andere, das ist schon mal klar. Also sehr schwer, wir warten noch ein bisschen. Ein Versuch, Samus, Klurak oder Mega Man. Na gut, komm, runter B, schaffen wir. Das kriegt man gerade so hin. Also, Wendys Herkunft. In 1991 in Europa erschien in Super Mario Bros. 3. Och man. Was, nicht nur eins? Och du Kacke. So, meine Freunde. Bam! Sehr schön, die sind also eigentlich schwach zu besiegen. Also leicht zu besiegen. So, auf jeden Fall, als ich runterfliege, erstmal Springen einsetzen. Man muss ja so die Zukunft vorhersehen können, um hier siegen zu können mit Shark. Ich meine, es ist immer eine besondere Fähigkeit. Ich merke gerade, dass es für mich gerade doch recht laut ist. Ey, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich glaube, ich nehme als nächstes mal den Triple Kill. Bam! Da hat das Xenoblade mal wieder zugeschlagen. Ich muss mal ganz kurz für mich... leiser machen. So, Endergebnis. X-Abwehr dreifach. Jacke des Veteran. Okay. Neuer Gegner. Dr. Mario. Oh, yo, 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 yo. Schalk, Rückschlag. Schalk springt nach vorn und ey. Das wollte ich jetzt aber noch lesen. Ey. Ach, mit B ist allgemein sowas. Oh, das war der Rückschlag. Bäh. Aua. Jetzt nicht nett, Dr. Mario. Au. Der macht mich gerade echt platt. Also, irgendwo hätte ich das jetzt mal so nicht gehofft. So, ne? Erstmal den No-Skiller raushängen lassen, um danach umso grandioser doch noch zu gewinnen. Fragt mich nicht, wie ich das schaffen will, aber das sind erstmal meine Voraussetzungen. Busch! Am besten mit ganz vielen Konter. Oh, er hat es noch geschafft hochzukommen, verdammt. Oh, oh, oh. Ja, Slash, perfekt. So, ich brauche mal ganz kurz springen. Für den Fall der Fälle, dass Dr. Mario mich doch nochmal irgendwie nach unten haut. Springen! Fuck. Nein, jetzt habe ich echt so einen geheimen Gegner verpasst. Scheiße. Okay, Spezialauftrag Ticket für Meistereien Meisterauftrag. Na, immerhin. Und meistere einen crazy Auftrag mit Bewohnern. Und ich habe gesehen, da drin gibt es einen Hammer. Sehr schön. Meistere einen Meisterauftrag. Das klingt schon irgendwie komisch. Meistere einen Meisterauftrag. Rosel und Nummer. Mann, jetzt habe ich Dr. Mario nicht gekriegt. Scheiße. Ticket war. Okay, dann machen wir leicht gegen 2, 4, 5 Gegner. Du, Körper, Metall. Ach, ich sogar noch was vor. Das ist ja langweilig. 13 mal Lucario. Oder sehr schwer, alle Maxi, alle Blume mit Ausdauer, 130 KP. Probieren wir mal noch einen schweren. Oh yeah, bis mein Geld leer ist.
Ich meine, wenn man einmal reich ist, dann kann man auch alles raushauen ohne Ende. Bereit? So, bereit. Uah, Nummer 1. So, und du schickst dir mein. Also schickst mich mit deinem Ball nicht auf die Reise. Wir machen beide Konter, warum nicht? Easy peasy. Irgendwann weiß ich dann, glaube ich, auch, was diese Dinger bedeuten. Das Ganze auswendig. Huhu, nein, ich habe keinen Plan, wie ich das gemacht habe. Okay, doch, runter A im Sprung. War es wahrscheinlich. Ey, ich probiere noch aus, Leute. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ich habe ihn zwar schon mal gespielt, aber das heißt auch noch lange nicht, dass ich hier alles auswendig weiß. Mein Gott. So, das ist der Backslash und das ist der Uppercut. Der leider nicht trifft, weil die alle zu weit wegfliegen. Meine ganzen Kombos klappen nicht, weil die alle so stark fliegen. Hört doch mal auf, wegzufliegen. Leute, Mann. Ein bisschen mehr Nettigkeit. Warte, ich hatte aber gerade nicht gekontert. Nee, ich hatte den Angriff gemacht und dann irgendwie noch nach vorn geschlagen. Ah, wahrscheinlich bin ich umgefallen, einfach auf den Standard angegriffen. Egal, wir haben es geschafft. Keine Ahnung wie, aber wir haben es hinbekommen. Yeah, sehr schön. Auras Fernstich, neuer Angriff, Lufthiebansturm, neuer Angriff für Schalk, Hypermonado-Techniken. Das Mondao, ich glaube, so hieß das Schwert. Oh fuck, ich habe das echt eine Weile nicht mehr gespielt. Zwar, wie gesagt, das geilste Spiel für Wii, was ich bisher gespielt habe, aber ist doch schon eine Weile her, dass ich es gezockt habe. So, mein Freundchen, Revanche würde ich mal sagen. Jetzt zeige ich dir, wer hier der wahre Doktor ist. Der Doktor der Physik, also noch nicht, aber bald mach dich mal platt. So, Schmetterschlag. Kann ich jetzt hier irgendwas Stärkeres? Ich habe nämlich immer noch nicht rausbekommen. Musste der jetzt ernsthaft nach unten gehen? Hätte er mich nicht eiskalt einfach treffen können? Ich bin schon wieder so weit hinten. Alter, willst du mich verarschen? So, Backslash. Nicht getroffen. Egal, Backslash. Oh, 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 nicht rausgehen. Oh. Yeah. Boah, der Dr. Mario scheint ziemlich stark zu sein. Aber ab jetzt ist er mit dabei. Garlic in the Row. Und wie sieht die Zeit aus? Ich hab's nicht aufgepasst. Egal, einmal geht bestimmt noch. Erziele mindestens 100.000 Punkte im Scheibenbomber. Ich hab ihn nie gemacht. Okay. Warum ist da ein Herzchen drüber? Ah, befreundet. Verstehe. Gut. Nee. Alle Mini, auf geht's gegen Morph. Home Run Wettkampf, den wollte ich eigentlich auch noch machen. Machen wir wahrscheinlich demnächst dann mal. Einmal so alle Modi durchprobieren. Wo bin ich? Hier bin ich. Da, wo Spieler 1 steht, wahrscheinlich. Was? Ach, verdammt, der hat gekontert. Mist! Kerl! So, Backslash von oben. Wir sind kleiner und damit auch schneller, wie es aussieht. Schneller ist mir bisher noch nie aufgefallen, als ich immer kleiner war. Ich hatte bloß Angst, dass ich getroffen werde. Immer, wenn ich klein war. Zack. Oh mein Gott. Nein, nicht mich runterschlagen. Wirklich unfair. Mal von mir aus, aber nicht mich. Ich bin ziemlich nah am Abgrund, wa? Früher standen wir vom Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Nicht mit mir. Boah. So, natürlich wieder der mit den meisten Schadenspunkten. Wie sollte es auch anders sein? Dann erstmal Impuls reinnehmen. Ich muss mich mal belesen, was die alle machen. Komm schon. Nochmal. Mach doch. Ach man, ich bin die ganze Zeit im Modus, deswegen kann ich nicht angreifen. Scheiß drauf. So, Backslash. Erstmal fünfmal daneben hauen. Immer wieder ein Zeichen von Skill, wenn das passiert. Oh, wir haben alle nur ein Leben, ne? Alter, schaut euch mal an, wie viel Link noch hat. Der hat noch gar keinen Schaden bekommen. So, oh, nein, Morph, ganz nett bleiben. Meta Knight, nein, böser Meta Knight. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade gegessen und da ist ein bisschen was mit Speiseröhre gekommen. So, besiege ein Heer von 7 Gegnern und wir kriegen Musik dafür. Gut, den Kampf machen wir noch. Gegen die Bewohner. Drücke den Spezialtechnik-Knopf dreimal kurz hintereinander oder halte ihn circa eine Sekunde lang um Mondau. Was? Was, was, wie? Wo? Ich habe nicht aufgepasst. Nur dreimal kurz hintereinander. 1, 2, 3. Ah, vielleicht ist ja gerade schon aktiviert gewesen. 1, 2, 3. Jetzt habe ich ein Schild. Ja, ich weiß, normalerweise kann ich hier. Oh,
starke Angriffe abwehrt. Also im Spiel ist es so, mit Schild kann man, ja, wie es der Name schon sagt, Schild halt, verteidigt man sich. Ob das hier auch so ist? Wahrscheinlich schon. 1, 2, 3. Mann! Ich kann aber nicht weiß, was das macht mit seinem Charakter, den wir gerne spielen. Fuck. Da habe ich mich mal wieder selbst getötet. Ich muss das abstellen. Ich muss es einfach abstellen. Gut, genug Meisterhand. Habe ich mich oft genug selbst erledigt. Meisterauftrag. Es sieht nach 13 Minuten aus, die wir momentan machen. Das heißt, wir gehen hier erstmal zurück. Und gehen zum Crazy-Auftrag. Gewinne eine Reihe von Kämpfen und sahne ordentlich ab. Wie viel du bekommst, hängt von deinen Fähigkeiten ab. Also nix. Du kannst entweder mit Gold oder mit Spezialauftrag-Tickets spielen. Letztere hältst du in den anderen Modi spielst. Ja, das hatten wir schon. Wähle ein Ticket, dann kann der Kampf losgehen. Jedes Ticket enthält einen Hinweis darauf, welche Belohnung du bekommst. Gewinne den Kampf, um den Auftrag abzuschließen und die Belohnung zu bekommen. Die Zeit läuft. Je mehr Runden du durchläufst, desto größer wird die Belohnung. Verlierst du dagegen auch nur einmal, sind fast alle deine Gewinne dahin. Um die gesamte Belohnung zu bekommen, musst du das Finale mit Crazy Hand vor Ablauf der Zeit erreichen und natürlich auch noch gewinnen. Das Finale ist ein Ausdauerkampf ohne Zeitlimit. Je mehr Schaden du bis dahin erlitten hast, umso mehr KP bekommst du. Je mehr Schaden, desto mehr KP. Boah, gegen Crazy Hand werde ich so 3 Milliarden KP haben. Mindestens. 5000 Gold. Ah, wir haben doch zum Glück ein Ticket. Oh yeah, let's fight. Wähle deinen Kämpfer. Kann ich hier eigentlich auch theoretisch mit einem Niveau spielen? Das wäre mal interessant. Dann sagen wir, probieren mal Darien, oder? Da rein! Ja, von mir aus. So, können wir wie gesagt noch weiblich sein. Aber ich glaube, wir bleiben einfach standardmäßig, ja. So, dann noch den schönen Sinu-Namen mit rein. Und Ikuse. Auf geht's. Also, irgendwas Treeforce geschenkt, Geld oder Musik? Teamkampf. Oh, mit Marv könnten wir durchaus machen. Das sollten wir auf jeden Fall gewinnen, der Riesenkampf. Aber ich mache den Teamkampf hier unten. Ich will das Musikstück. Klassisch im Duo-Spiel. Spielst du den klassischen Modus dazu, kämpfst du im Team. Eindringlinge, deine Gegner und Rivalen können sich allerdings auch mit Kämpfern verbinden. Okay. So, Marvelino, wir schaffen das schon. Boom, Fire. Jetzt weiß ich auch, wie ich den Angriff einsetze. Hatte ich nämlich zwischendurch mal ganz kurz vergessen. So, rein zufällig. Oh, ja, Kirby. Natürlich gegen meinen Wind. Was macht Kirby? Erstmal Stein werden. Oh, oh, Waluigi ist nicht gut. Vor allem, wenn er mich erwischt. Muss ich erstmal wieder Feuer auf Kirby schießen. Und tschüss, Kirby. Marv, machst du auch mal was? Das schaffst du. Marv, 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 Marv. Scheiße, warte, ich muss auch so viele wie möglich gewinnen, oder? Scheiße. Dann muss ich mal ganz kurz doch ein bisschen Tempo aufnehmen. Nicht Marv, nicht runterfliegen. Runterfliegen ist was für Anfänger. Antenna, hast du schon mal Donner gespürt? Busch! Da weicht die einfach aus. Alter, wie kann sie es wagen? So. Boom, Bitch. Was ist denn das für ein Ding? Ah, auch aus Kid Icarus Uprising. Oder überhaupt aus Kid Icarus. Kid Icarus. Books. Kid Icarus. So. Mensch. So. Runde 2. Ah, verstehe. Ich kann mir aussuchen, ob ich gleich ins Finale gehe oder noch einen Kampf probiere. Ja, komm. Das heißt, man sollte immer den leichtesten Kampf nehmen und am besten abzuschneiden. Da, weil ich jetzt ein Ticket benutzt habe. Belohnung, was haben wir bisher? Rainbow Road Mario Kart 7. Okay, das können wir auch ruhig verlieren. Machen wir mal den Riesenkampf. Halte den Springknopf gedrückt, um in der Luft zu schweben. Mit dem Superblatt, okay. Ach, ich dachte, wir sind alle groß. Oh, ich liebe die Fire Emblem Musik. Ohne Spaß. Oh, 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 oh. Immer schön aufpassen. Und die Teammates alles machen lassen. So. Ciao. Was? Da ist die aufgestanden? Fetti bewegt sich, wa?
Das ist jetzt unfair der Frau gegenüber, aber egal. Bam! So macht man das richtig. Feuer bis zum Ende. Ah, shit, war noch nicht aufgeladen. Alter, lass mich mal durch, Toon Link. Nicht bloß im Weg rumstehen, auch mit angreifen. So zum Beispiel. Komm schon, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Oh ja, ich bin voll aufgeladen. Guck mal, hier hast du ein Laserschwert. Und... boah, die ist groß und schnell, wa? Boom! To your face, bitch! Boah, Donner des Gewinns. Oh, das könnte hart werden. Was habe ich jetzt für eine Belohnung noch? Turbopilz doppelt und Lolli! Köstlich! Riesenkampf könnten wir mal machen, jeder gegen jeden. Ach komm, Pokémon will ich nochmal. Das schaffe ich noch, ich habe doch schon 89% Schaden. Fuck yeah! Aber das kriege ich noch hin, bei jeder gegen jeden. Am besten sich erstmal gegenseitig töten lassen. Ach, die würden es sogar machen. Das ist übrigens jetzt hier die Final Stage auf Achterkampfniveau. Erkennt man daran, dass hier mehrere Platten sind und die ganze Arena dann größer. Hä, was haben die jetzt gemacht? Also das ist Feuer. Ich bin glaube ich gerade eben einfach nur... ja, ich habe vergessen B zu drücken. Was für ein genialer Angriff. Boom! Ich liebe meinen Donnerstrahl. Lucario! Verdammt, ich wollte schon in your face sagen, aber so muss leider mein Schwert ran. Oh yeah. Leichter als gedacht. Jetzt habe ich nur 58%. Jetzt kann ich gleich weiterkämpfen. Riesenkampf. Jeder gegen jeden. Ah, nee, Teamkampf. Das sind 3 gegen 3. Geil. Daryl, Buch und Donnerschwert. Man kann die Dinger wegwerfen? Bereit? Los! Boah, würde ich aber jetzt mal echt gerne wissen, wie. So, erstmal wieder. Alter, ich kann durch andere Pfeiltasten bei dem normalen A verschiedene Kombos machen. Das sagt ihr mir jetzt. Nee, warte, jetzt habe ich das Feuerschwert. Nee, warte, der hat immer andere Bücher in der Hand. Mann, mit der Zeit lerne ich endlich mal meine Charaktere kennen. Das ist doch ein unglaublicher Fortschritt, wa? Ah, toll. Ey, du kannst, kann ich schon lange. Au. Ich keine Ahnung, wie der eine jetzt rausgeflogen ist, aber einer ist schon mal draußen. Das gefällt mir. Leute, India! Ich hasse es, wenn ich India Face sage und in dem Moment alle ausweichen. Oder es hängt wahrscheinlich vom Team ab. Vorhin hatte ich Wind, jetzt habe ich Feuer, weil als Team Rot. Mann, ich muss das irgendwie mal herauskriegen, wie man das machen kann. So, nochmal. Oh, mit Schalk. Das kann nicht schief gehen. Weil jetzt ein Wort jetzt mit Schalk machen, so Schalk gehen, aber ich habe es mal lieber gelassen. Ja, 300% Smash. Klar, hat man 300% und man fliegt halt weiter. So, erstmal Firing My Lasers aufladen. Und ist bei der Sonic Stage hier eigentlich gar nicht so geil, weil die halt oben und unten schräg ist. Also links und rechts schräg, so. Ja, oben und unten, links und rechts kann man doch mal verwechseln. So, meine Freunde, wir haben runter B in unserem Team. Wir können gar nicht verlieren. Wenn er mal anfangen würde zu spammen. Ist die Frage, gewinne ich auch, wenn ich sterbe? Und dann... aua. Nein, tue ich nicht, um meine Teammates das fertig machen. So wollte ich meinen Satz noch beenden. Niederlage. Nein! Aber ich habe immerhin noch ein bisschen was bekommen. Besser als gar nichts. Rainbow, anhören. Ah, okay. Ist ganz gut, aber geht besser. So, doch recht unerfolgreich wurde diese Runde jetzt abgeschlossen. Vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, es euch trotzdem gefallen. Und damit, adios amigos. Auf Wiederhören.